Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Wada Nohara and the Great Blue Sea. Wir müssen schauen, wer hier in Gefahr ist, also schnell nach oben. Hier erwartet uns ganz sicher ein kleiner, oh mein Gott, Bosskampf gegen jede Menge Nesfate-Armee-Handlanger. Oh, aber so richtig viele. Bahn! Bahn! Ah, bleib weg von mir, Dummies! Seht ihr? Es bringt einfach nichts, auf dich zu hören, Minero. Ja. Ja, ja, du hast recht. Ja, du hast sehr, sehr recht. Nein, jemand möge uns helfen. Seid ihr alle in Ordnung? Bunun! Ah, Wada Nohara, du bist gekommen. Hilfe! Diese seltsamen Hasen versuchen uns zu... versuchen uns gefangen zu nehmen. Hä? Sind Hasen überhaupt Meereskreaturen? Banan! Ah, nein! Oh, diese Typen schon wieder. Kommt schon, ernsthaft mal. So viele gruselige Hasen. Hey, wieso tut ihr das? Bitte hört auf. Keiner will das. Ban! Banan! Ban! Ban! Banan! Wada, du weißt, dass sie dir nicht zuhören werden, richtig? Aber... So ist es. Es ist am besten, wenn wir ihre Arme verbiegen. Bun bun. Bam 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 bam. Da kommen sie. Tada. Wie viele? Diesmal sind es mal so richtig viele. Naja, aber dürfte nicht so schlimm sein. Wir benutzen einfach Magien, die auf alle funktionieren. Und dann ist das bestimmt ganz schnell erledigt. Da mache ich mir keine Sorgen. Was haben wir hier? Ach, stimmt. Er hatte ja gar nichts gegen nur einen. Aber vielleicht ist es sowieso gleich schon erledigt. So. Okay, hat sich erledigt. Oh, die armen Häschen. Mano, die sind doch voll süß. Ja, wir haben gewonnen. 1000 Experience. Wir haben noch eine Magie gelernt. Gullible gelernt. Baltos gelernt. Yay. Bann. Oh, weg sind sie. Wir sind gerettet? Seid ihr in Ordnung? Seid ihr verletzt? In Ordnung, irgendwie. Ja, mir geht es gut. Ja. Gut. Gut. Gott. Wie kommen diese Typen nur hier rein? Tja. Gruselige Hasis. Vorerst solltet ihr zurückgehen in die Stadt. Ja, das werden wir. Danke, Wada Nohara, du bist eine Lebensretterin. Ich bin einfach nur glücklich, dass es euch gut geht. Und wie sieht es mit uns aus? Es gibt hier einen Barrierenstein. Sehr in der Nähe. Boah, wirklich? Vielleicht haben ja die Soldaten auch danach gesucht. Da könntest du recht haben. Ja, wahrscheinlich sogar. Cool, dann sind wir ja schon hier, wo das fast ist mit der Barriere. Dann können wir jetzt bestimmt auch da unten mal ran. Ich glaube, ich lasse nicht mal heilen. Das ist gar nicht nötig. Das brauchen wir gar nicht. Hier sind gar keine Gegner. Oh, ey, so viele Sterne, die mir alle im Weg stehen. Hilfe! So, jetzt aber. Yeah, Health Candies. Das ist aber bestimmt... Ja, okay. Was? Nochmal, was? Ah! Dann geben wir die Dolphi. Der hat doch schon so wenig. Das kann er gut vertragen. Bin ich nicht großzügig. Ich gebe Dolphi mehr HP. Aber die hat er auch dringend nötig. Ist wirklich so. Aha, hier geht's hinab. Und wieder Fischis überall. Oh, Fischi stellt sich mir einfach in den Weg. Yeah, noch eine Kiste. Spell Candies, was ist das? Ah, das ist ja cool. Die anderen Sachen sind aber nichts um das... okay. Pff, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Sie hat ja echt viel. Wir geben Memoka mal... Wir geben Memoka mal. Memoka hat, glaube ich, eine gute auf alle Magie. Deswegen kann er das vertragen. So.
Na 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 na. Diese süße, verträumte Musik, ich liebe die. Ich gucke erstmal hier. Ich habe das Gefühl, hier könnte sich eine Kiste... Okay, oder es ist nur ein Kreisweg. Na gut, dann wohl nicht. Dann geht's oben weiter. Ich denke, da oben wird wahrscheinlich schon der Stein sein, oder? Oh, hier ist aber noch ein Weg. Ah! Nee, halt. Ich glaube, hier ist der Stein. Dann gucke ich noch mal ganz kurz hier rechts. Vielleicht ist da noch was zum Einsammeln. Weil das sah eigentlich aus wie der große Raum, wo der Stein dann ist. Ah, super. Weder ist jetzt nur ein Mogeko drin. Yay, Spike Shields. Ja, ist besser. Ach doch. So. Und so. Und fertig. Ready to go. Das ist echt geil. Bei dem Spiel hat man nicht mal so großartig die Tendenz, andauernd zu speichern, weil man sowieso weiß, dass die Kämpfe nicht so schwer sind. Ach, hier warten sie sogar schon auf mich. Ist echt grummelig hier. Also so gruselige Bambans. Also so grau. So ungefähr, meint sie das? Das ist ja jetzt schon der 5. Stein, ne? Dann haben wir fast alle geschafft. Das wären dann 5. So. Noch einer übrig. Dann wird die Barriere so gut wie neu sein. Und die Leute, beziehungsweise die Menschen oder die Einwohner des Meereskönigreiches sind nicht mehr in Gefahr. Aber es wird nicht das fundamentale Problem lösen. Wieso attackiert uns das Tosatsu-Königreich? Tja, vorerst muss ich tun, was ich kann. Ja, das stimmt wohl. Aber wir müssen tatsächlich herausfinden, was überhaupt das Grundproblem ist. Ich bin zurück. Gut gemacht. Jetzt kommt der Letzte. Der Letzte. Fast geschafft. Ja. Yay. Oh. Hä? Sobald das vorbei ist, wird wieder Frieden einkehren im Meer. Ja, wieso? Ist das schlecht? Sie sah nicht so begeistert davon aus. Ach, Klomaki! An einem problembehafteten Ort geboren. Ah, ja, vielleicht. Lady Klomaki! Hä? Da seid ihr also. Oh, Lopko! Bist du dir sicher, dass du deinen Vater verlassen solltest? Also, nicht die ganze Zeit an seiner Seite sein solltest? Ja, nur rumzujammern an seiner Seite wird überhaupt nicht helfen. Daher, für meinen Vater muss ich mein Bestes geben. Ha, verstehe. Tja, ich habe aber nichts für dich. Hä? Und ich bin ein Outsider. Was? Aber ich nicht. Aber Moment, warte, hä? Was ist denn mit meinem klaren Ziel? Das ist irgendwie sinnlos. Ja, sie ist diejenige, die das Schicksal dieses Meeres entscheiden wird. Hä? Hä? What? Diese Dialoge lassen mich immer... Aber trotzdem... Ja? Wieso helfen nicht alle? Bei was denn? Bei Wada Noharas Arbeit? Dass sie und ihre Familias, also ihre Begleiter, überall hingehen, ist ziemlich harte Arbeit, oder? Weil der große Magier die Magie kreiert hat, die das Meer beschützt. Nur jene, die er akzeptiert hat, können sich einmischen. Und so ist es, dass es nur seine Tochter Wada Nohara und ihre Begleiter machen können. Aber hat nicht dieses Tatsumiya-Mädchen sich vorher um die Barriere gekümmert? Sie ist doch keiner der Begleiter von Wada Nohara, oder? Hä? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, wie kann das sein? Der große Magier, hä? Stimmt, wie kann denn das sein? Wie kann sie sich denn dann darum gekümmert haben, wenn sie gar nicht... seltsam. Alles klar, endlich der Letzte. Richtig. Hurra!
Das ist der Ort, wo der Letzte sich befindet. Okay, da unten. Es ist hinter dem Meeresgötterschloss. Hä? Ist das das alte Meer? Also der Ort, der außerhalb, ja, des Planes liegt sozusagen? Das alte Meer? Ja, ich bin da auch nicht häufig hingegangen. Alles klar, lasst uns gehen. Alles klar. Ja. Roger. Na gut, dann machen wir uns auf den Weg. Es hört sich ja... Ah, okay, wie nett. Wir sind gleich hier gespawnt worden. Ich speichere mal. Was ist denn dann hier links? Oh, diesmal dürfen wir links. Hä? Die Gegner sind neu, oder? Die gucken wir uns einmal an. Der ist ja süß. Oh. Will ich gar nicht töten. Aber muss ja sein. Ich habe keine Wahl. Ha! Naja, die sind mal wieder keine Herausforderung für uns. Aber die Augen sind so niedlich. Sehen fast aus wie die Krabbe, die ich immer male. Ich male immer so eine Krabbe mit riesigen Augen. Und sie greifen natürlich mal wieder Dolphy an. Ist ja klar. Wir haben immer noch nicht alle Schlüssel, glaube ich. Außer ich täusche mich die ganze Zeit und wir brauchen gar nicht so viele Schlüssel. Und dich kenne ich auch noch nicht. Was bist du denn? Oh, Haie! Uiuiui! Aber Haie mit einem lustigen Gesicht. Die mag ich. Och, das ist ja easy mal wieder. Aber ich will mir halt die Gegner immer angucken, weil die so süß aussehen. Okay. So. Gut, dann wissen wir jetzt Bescheid. Obwohl, was ist das hier? Eine andere Art von Hai. Die sehen schon etwas ernster aus als die anderen. Da mochte ich die anderen doch lieber mit ihrem weiten, breiten Mund. Aber auch die sind für uns kein Problem. Ja, erledigt. Suppiduppi. Dolphy ist auch aufgestiegen. Aber was ist hier jetzt eigentlich? Weil wir hätten ja auch unten lang gehen können. Ach, das ist noch ein Heimerhai, oder? Sekunde, das muss ich noch sehen. Ja, ein Hammerhai. Aber der grinst auch nicht so lustig. Lustig grinsende Haie. Wie den ersten. Ich hoffe, wir laufen jetzt richtig. Ich weiß auch nicht. Wieso können wir hier links lang, aber auch unten lang? Okay, vielleicht hätten wir gar nicht unten lang gekonnt. Ich weiß es nicht. Oder hier ist nur eine Kiste. Hier ist vielleicht nur irgendwas Besonderes zu holen. Das kann natürlich sein. Was ist das? Es ist rot. Doch, wir sind richtig, ha? Krass. Das sieht gruselig aus und ich höre so eine Uhr. Auf jeden Fall sind hier diese schwarzen... Boah, was ist das für ein Ort? Gruselig. Ich hab Angst. Seid ihr in Ordnung? Ja. Du kannst meine Hand halten, okay? Okay. Ah, oh, ich will auch. Los, los. Fukami denkt sich, oh Mann. Diese Mädchen. Okay, jetzt sind wir im alten Meer. Krasser Ort. Gegner sind hier noch nicht, aber ich bin gespannt, was für Gegner hier sein werden, wenn hier welche sind. Oder es sind hier einfach keine. Ich mag die Hintergrundmusik. Vor allem mag ich es, wenn es so tickt im Hintergrund. Oh, ich gucke erstmal hier unten. Mal schauen. Oh Mann, sind hier viele Wege. Ich gucke erstmal da. Verdammt, sind hier viele Wege. Ich habe alles vergessen. Das ist ja super. Oh, das ist einfach nur ein... Ah, alles klar. Awesome Auras. Was sind denn Awesome Auras? Ist das was zum... hier. Oh, cool. Das hört sich doch gut an. Ist viel besser. Und noch einmal. So. Dann, jetzt muss ich mir mal merken, wo wir lang gegangen waren. Wir kommen von rechts. Ist hier links noch etwas? Ah, hier geht's lang. Sekunde, da muss ich noch ganz kurz oben gucken. Ich muss noch wissen, da ist doch bestimmt noch ein Kistchen zu holen. Das zwar möglicherweise leer ist, aber egal. Ich muss es wissen. Das halte ich sonst nicht aus. Oh, Mano. Okay, vielleicht wären wir gar nicht unten lang gekommen. Bestimmt hätte sie dann auch gesagt. Also vorhin meine ich da, als wir an dem
Meeresgötter-Schloss starteten. Da wären wir bestimmt gar nicht weitergekommen. Oh mein Gott, mein Magen knurrt. Ich habe gerade so einen Hunger. Upsi. Njam. So, was er. Oh, hier sind auch keine Gegner. Das ist ja alles seltsam hier. Hier ist eine Kiste. Abalones? Was ist das? Ich guck mal bei Quippen. Abalone. Wow! Ist auf jeden Fall viel besser. So. Oh. Und. Perfekt. Finde ich auch geil, dass wir immer von allen vier kriegen. Müssen wir gar nicht entscheiden, wem wir es geben. Wir geben es einfach allen. Bei allen hat es den gleichen Effekt. Ah, da ist noch eine Kiste. Da geht's nicht weiter. Hier, dann gucke ich da mal, ne? Ja. Bietet sich an, würde ich sagen. Sieht gut aus. Chili Peppers. Das scheint auch nicht von da zu sein. Da. Yay. Chili Peppers tun uns gut. Super. Was kommt gleich? Da muss ja eigentlich was Mächtiges kommen. Denke ich eigentlich. Da sind ganz viele von diesen roten Dingern da drin. Oh, hier sind so viele Wege. Ich guck mal kurz, was hier ist. Nee, das sieht so aus, als würde es hier weitergehen. Dann gucke ich noch kurz da rechts. Was haben wir da? Es ist voll unheilverkündend, dass überhaupt keine Musik ist. Ah, cool. Hier ist noch was. Chainsaws? Nein, ernsthaft? Kann ich da. Ha! Wie cool! Das finde ich ja cool. Kettensägen. Yay! Jetzt geht's ab. Sehr lustig. Aber ziemlich brutal, ehrlich gesagt. Wenn ich mir das jetzt gerade so vorstelle, wie sie damit angreifen. Lecker. Na gut, dann speichere ich gleich hier nochmal. Aber dann ist hier wahrscheinlich gar kein Kampf. Weil ich meine, es gab gar keine Heilungsmöglichkeit. Endlich vorbei. Alles klar, der letzte. Ja, ist so schon komisch, ne? Hier müsste doch was passieren noch. Oder es passiert halt erst danach was. Das wird der letzte Stein sein. Ah. Tja, es ist vorbei. Nun wird keiner mehr im Meer in Gefahr sein. Puh, alles klar. Irgendwas passiert doch noch. Ich bin fertig. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht, Wada Nohara. Ja, ich danke euch für eure Hilfe, Jungs. Dank Wada ist das Meer wieder friedlich. Jetzt werden wir keine gruseligen Hasen mehr sehen. Ja, das stimmt. Hey, was ist denn los? Du siehst ja nicht so fröhlich aus, dass wir es beendet haben. Hä? Oh, ich habe nur nachgedacht, dass das Reparieren der Steine ja das Problem nicht reparieren wird. Hä? Wieso nicht? Weil das Tosatsu-Königreich uns doch aus irgendeinem Grund angreift, richtig? Nur, dass wir sie jetzt draußen halten können, bedeutet nicht, dass sie aufgeben werden, uns weiter zu attackieren. Mann, vergiss es einfach. Die hören doch überhaupt nicht zu. Die können uns nicht attackieren, wenn sie nicht reinkommen, richtig? Wir müssen einfach nur aufpassen. Ja, die meisten Leute verlassen das Meer sowieso nicht. Aber nichts, worüber du dir Sorgen machen musst, war da. In einem Millennium oder so werden sie sich beruhigt haben. Vielleicht? Ja. Wirklich? Ja, lass uns zurück in die Stadt gehen. Lasst uns Prinzessin Uomi berichten. Berichten! Alles klar. Wir haben es geschafft. Sie sollte glücklicher sein. Aber ich weiß, ich verstehe schon, dass sie sich Gedanken macht. Du denkst, ich würde zulassen, dass du das tust? Das werde ich niemals. Was? Sprecht doch mal Klartext. Das hast du gut gemacht, Wada Nohara. Jetzt regiert wieder der Frieden in unserem Königreich. Und wir müssen uns keine Sorgen mehr um die Invasion des Tosatsu-Königreiches machen. Ja, Euer Hoheit. Aber was ist mit dem Typen, der die Steine kaputt gemacht hat? Es ist doch Samekishi, richtig? Ganz sicher. Gruseliger Hai. Ja,
Wir werden unsere Verteidigung verstärken, um sicherzugehen, dass das niemals wieder geschieht. Wenn ich diesen Verräter erwische, boah, aber er ist so schnell. Ich frage mich wegen dem Tosatsu-Königreich. Sie werden uns nicht mehr weiter in... ja, überfallen, aber wir müssen vorsichtig sein. Boah. Jedenfalls, ihr verdient es, euch auszuruhen. Ihr verdient es, euch auszuruhen, weil ihr großartige Arbeit geleistet habt. Verstanden. Wada Nohara, du siehst so betrübt aus. Geht es dir gut? Ja, mir geht es gut. Wir sind alle in Sicherheit dank dir. Also, hab ein bisschen Selbstvertrauen. Er hat recht. Alle sind dir dankbar, Wada Nohara. Ja, Wada. Ja. Alles klar. Oh Mann, ist Tatsumiya etwa die Verräterin? Ist tatsächlich total seltsam. Na gut. Bin gespannt. Ich denke mal, jetzt wird es bald zur großen Invasion oder sowas kommen. Oder weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass wir bald etwas Wichtiges erfahren werden. Und ich bin schon sehr gespannt darauf. Und ich hoffe, ihr auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Wada Nohara wieder. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.